Seite. Ja, und wir können auch typische Fehlfunktionen hier aufzeigen und damit aufmerksam auf bestimmte Lösungen, Zusatzoptionen, wie zum Beispiel erhöhter Gegendruck. Was passiert, wenn der Eintrittsdruck zu hoch ist? Da werden wir nachher auch nochmal genauer drauf zu sprechen kommen und welche Lösungen es hier gibt. Um das Thema pilotgesteuerte Sicherheitsventile in der Funktion etwas genauer zu erklären, würde ich einmal gerne an den Tisch etwas näher rangehen und noch einmal die Funktion von pilotgesteuerten Sicherheitsventilen hier dann auch wirklich einmal aufzeigen. Wir finden auf der rechten Seite noch einmal das federbelastete Sicherheitsventil. Der ein oder andere weiß es bestimmt, aber ich werde es trotzdem noch einmal aufgreifen. Wir haben von oben eine Federkraft wirken und von unten eine Druckkraft des Mediums wirken. Die Federkraft errechnet sich hier Federrate mal den Federweg, wobei der Federweg dementsprechend vom belasteten, vom unbelasteten zum belasteten Zustand hier wirkt und die Federrate ist dementsprechend abhängig von Materialstärke, von Anzahl der Windungen und ähnliches. Von unten wirkt die Druckkraft des Mediums. Allgemein ist Ihnen sicherlich geläufig, dass Kraft Druck mal Fläche ist. Und ja, in dem Falle ist es das Druck des Mediums, was von unten wirkt und von oben die angeströmte Fläche. Und dadurch ergibt sich die Druckkraft des Mediums von unten. Erreichen wir halt eben hier die maximale zertifizierte Leistung des Ventils. Und was natürlich jetzt auch noch zutreffend ist, ist, dass diese Hysterese hier eben nicht voll durchlaufen werden muss. Wenn eben jetzt zum Beispiel hier bei diesem Punkt der Überdruck eben nicht weiter steigt, dann würde der Hub des Ventils eben genau auf diesem Punkt verharren. Und wenn der Anlagendruck dann sinkt, würde der eben hier weiter runtergehen. Das bedeutet also, das Ventil würde nicht notwendigerweise in jedem Zustand die Maximalleistung erbringen, sondern sich eben an die Anlagenbedürfnisse hier an der Stelle anpassen. Und was das jetzt genau für Sie bedeutet, wenn Sie Ihr Ausblasesystem eben designen, auslegen, berechnen, dimensionieren, das sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar haben wir hier eben ja bestimmte Einschränkungen der Anlage, was eben Gegendruckbedingungen angeht und auch die Auslegung der Rohrleitung. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir eben gucken oder dass eben ein Anlagenplaner gucken muss, dass sowohl halt der Gegendruck als auch der sich aufbauende Gegendruck eben Einfluss auf Sicherheitsventile, die eingebaut sind, haben. Das bedeutet also, bei federbelasteten Ventilen haben wir typischerweise bei Gegendrücken größer 50% irgendwann Zustände, wo eben der Hub des Ventils sich ja dramatisch verringert und eben dass die Leistung des Ventils halt verändert, reduziert und damit natürlich in der Auslegung entsprechend berücksichtigt werden muss. Und da bietet der Pilot an sich sogar, weil er etwas gutmütiger ist, was Gegendruck angeht, die Möglichkeit, bis 70% Gegendruck zu gehen. Aber, und er bringt eben hier noch eine zweite Komponente mit rein, und das ist dieser Satz: für einen modulierenden Piloten ist es zulässig, das Ausblasesystem so zu dimensionieren, dass es eben nur der Required Capacity, also der erforderlichen Kapazität des abgesicherten Systems entspricht und eben nicht dem maximalen Massenstrom des Ventils, weil zum Beispiel ein federbelastetes API-Ventil würde irgendwann einen Pop-Punkt erreichen und eben an der Stelle seine volle zertifizierte Leistung plus 10% abführen und müssten natürlich dann entsprechend anlagenseitig so berücksichtigt werden, dass eben das Ausblasesystem es auffangen kann. Und beim modulierenden System ist es eben nicht so, weil eben nur die Drucksteigerung in der Anlage für die Leistung relevant ist. Und was das jetzt genau bedeutet und wie sich das für so ein Ventil entsprechend auswirkt,